Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 11 oder Episode Nummer 11 der Gesunden Häppchen. Und mit einem Thema, das glaube ich jeder schon 100-mal gehört hat. Der eine oder andere ist schon ein bisschen genervt von der ständigen Kohlenhydratdiskussion. Oh, schon wieder Low Carb. Ja, ich kann es ja auch nicht ändern. Ich fände es jetzt auch blöd, das einfach zu ignorieren. Deswegen, wenn dich das nicht interessiert, schalt ab und schalt morgen wieder ein. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Dieses ganze Thema Kohlenhydrate kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwann hat Atkins mal entdeckt, dass Kohlenhydrate wegzulassen gar nicht so eine schlechte Idee ist, wenn man abnehmen will, vor allem wenn man Fett abbauen will. Und deswegen wollte ich dir heute mal ganz kurz versuchen zu erklären, warum Kohlenhydrate dich fett machen können. Das aber nicht unbedingt immer tun, weil es gibt ja durchaus Menschen, wir hatten das schon mal besprochen im Zuge dieser Epigenetik, die in Japan zum Beispiel und Asien leben und sehr viel weißen polierten Reis essen und davon irgendwie nicht dick werden. So ganz genau hat das noch keiner untersucht, ob der Stoffwechsel bei denen anders funktioniert, ob die sich vielleicht einfach potenziell mehr bewegen. Keiner weiß es so genau. Aber ganz wichtig ist, dass Kohlenhydrate nicht schlecht sind, sie sind aber nicht lebensnotwendig. Der Körper hat einen Mechanismus, um die Kohlenhydrate selbst herzustellen. Also hat die Natur sich was dabei gedacht. Es gab ja auch durchaus Zeiten, wo es keine Kohlenhydrate gab. In der Eiszeit nördlich einer Stadt namens Rom war es schon sehr eisig und nördlich von Hamburg war eigentlich nur noch tote Landschaft. Dort gab es natürlich Tierherden und dort gab es auch Eismeer, Polarmeer mit Milliarden von Fischen, aber dort gab es eben keine Blümchen mehr, keine Wurzeln mehr und keine Obstbäume mehr. Also mussten die Leute auch ohne Kohlenhydrate überleben können. Dafür hat die Natur gesorgt. Ja, aber in der heutigen Zeit sieht es natürlich ganz anders aus. Wir bewegen uns tendenziell viel weniger, sitzen ganz oft im Büro, dann kommen wir nach Hause, der eine oder andere macht dann noch Sport. Am Wochenende wird viel auf der Couch gelegen, im Sommer am Strand im Urlaub oder im Schwimmbad, im Freibad. Man bewegt sich eigentlich viel weniger. Man muss ja auch nicht mehr jagen gehen. Und die Kohlenhydrate sind eher tendenziell mehr geworden. Das heißt, wir haben unglaubliche dichte, kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel in unseren Speiseplan aufgenommen. Allen voran natürlich sämtliche Getreidesorten. Deswegen musst du natürlich ein bisschen darauf achten, dass du einen guten Mix hinkriegst. Und die richtigen Kohlenhydrate sind in der Regel Gemüse und Obst. Und bei dem Gemüse würde ich sogar nochmal spezifizieren, sollten sie größtenteils grün sein, wenn man bei den Kohlenhydraten speichern will. Da ist dann außerdem noch ganz viel Chlorophyll drin und alles, was grün ist, das heißt in der Natur, es ist auch sehr mineralstoffreich. Vitaminreich sind eigentlich alle Obst- und Gemüsesorten, wenn sie biologisch und ordentlich erzeugt worden sind, aber gerade die grünen Gemüsesorten enthalten sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe und vor allen Dingen sehr viele Mineralstoffe. Ja, ballaststoffreich ist Gemüse natürlich auch und je grüner, desto besser, vor allen Dingen so Sachen wie Brokkoli oder Salat in jeder Art und Weise hat massig Ballaststoffe und die sind ja gut für den Darm, wenn man sie nicht nur isst. Obst darf man natürlich auch immer gerne zugreifen, man sollte aber bedenken, dass es nicht unbedingt gut ist, viel Obst zu essen, wenn man abnehmen will. Und Säfte, auch wenn sie selbst gemacht sind, darauf sollte man ganz und gar verzichten, da sie ein richtiger Zuckerschott sind und dich definitiv in deinen Abnehmbemühungen behindern. Die falschen Kohlenhydrate sind also im Endeffekt fruktosehaltige, fertig verarbeitete, verpackte, zutatenreiche Lebensmittel. Raffiniert, weiß, Mehl, Zucker zum Beispiel, hochglykämisch, das heißt, sie lassen den Blutzucker hochschnellen und sie sind oft komplex, wie zum Beispiel im Vollkornprodukt, wo dann ganz viele Glukosebausteine zu einer riesigen Stärkemenge zusammengeballt sind und das macht sie auch so kalorienreich. Und wenn man bedenkt, dass der Kohlenhydratstoffwechsel relativ simpel funktioniert, wird einem auch schnell klar, warum man fett werden kann von Kohlenhydraten. Denn wenn die Glucose aus den Kohlenhydraten gewonnen wird, dann muss das System Insulin ausschießen. Und dieses Insulin packt den Zucker in die Zellen. Aber nur dann kann der Zucker verwertet werden, wenn Speichermöglichkeiten da sind. Also wenn alles verbrannt ist, muss ja irgendwann gespeichert werden. Und wenn die Speicher voll sind, also die sogenannten Muskelzucker- und Glykogenspeicher in der Leber, dann
passiert Folgendes: Alles, was dann überschüssig ist, kann ja nicht im Blut bleiben, sondern das muss dann umgewandelt werden in eine speicherfähige Form. Und die beliebteste Form und in dem Fall leider auch die einzige ist Fett. Das heißt, Kohlenhydrate werden erst in Energie umgewandelt, wird diese nicht gebraucht, gehen sie in die Speicher und sind die voll, und das ist leider recht schnell bei unserer Bewegungsfaulheit der Fall, dann wird der Rest zu Fett. Ganz simpel, ganz einfach. Und das ist auch alles, was man dazu sagen kann. Ich werde dir in Zukunft ganz sicher noch einige weitere Informationen rund um das ganze Thema Kohlenhydrate und Makronährstoffe geben, aber für heute soll es das gewesen sein. Ja, wenn du noch weitere Fragen hast, dann schick mir natürlich eine Mail oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Morgen sprechen wir dann über das Eiweiß, denn auch da kann man leicht fett von werden, wenn man es falsch anstellt. Aber alles Weitere dann morgen in der Show. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Röhler. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleo Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/gh36 die Shownotes der Episode 36. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de/gh. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und in Zukunft in vielen weiteren Podcast-Verzeichnissen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg auf deiner Reise zur besten Version von dir. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.